So, willkommen zu einer weiteren Runde. Wir sind hier bei Tag 84 angekommen. Wie viele Tage wollen wir hier eigentlich verbringen? 300? 1000. Locker. Junge, die Burg hat sich nicht... Auch Rom wurde nicht in einem Tag gebaut, ne? Ja. Kenn ich. So, ba. Ja, geht gut, ne? Oh nö, jetzt geht gar nichts mehr. Ich bin am Arsch. Jetzt geht's besser. Darf ich das nicht ran? Nö. Der Baumstumpf, der kann man weghauen, ne? Lol. Hackfleischsoße macht man aus Nixenschwänze, Wildschwein und Karotten. Ja, oh, geil. Das gibt irgendwie keinen Sinn. Aber was gibt hier schon Sinn? Ich gehe jetzt mal mit meiner Freundin und sage, wenn sie mich fragt. Und? Was essen wir heute? Sag ich, will Hackfleischsoße aus Nixenschwänze. Ja. Ich glaube, da kriegen wir Probleme. Ah, ich will Hackfleisch. Keine Werkbank. Willst du mich verkackeiern? Wir haben ja so viele Dinge. Eine Wildschwein-Trophäe. Weg damit. Grau. Gräuling ist tot. So, entstehen Metz. Danke sehr. Das Bauen ist, ja. Das Bauen ist. Scheiße. Eine gute Auswahl getroffen. Ist eine Herausforderung, ne? Manchmal. Ja. Es ist nicht so einfach. Also wirklich auch bezüglich des, Ach so, du fällst Bäume. Ach so. Alles klar. Es ist teilweise wirklich nicht einfach, weil man eben irgendwie... Ich hab alle Steine verkackt. Alle Steine verkackt hier. Ja, es gibt Probleme hier. Wir haben echt zu wenig Steine. Also, wenn ich alles umsetzen möchte, dann... Puh, dann sind wir 30.000 Jahre hier. Und wir leben ja nicht mal so lange. Wow. Und grundsätzlich gesehen passt's ja, ne? Bums. Snappity snap. Warum zum Teufel hängt ihr eine Buche raus? Das braucht jetzt niemand Buchen hier, dem Spiel. Okay, Buchen brauchst schon, aber... Ist nicht so lustig. Ich finde es aktuell irgendwie trotzdem lustig. Nein, bau nicht. So, die Hütte fällt auseinander, sehe ich jetzt schon. Nicht? Das Ding hält? Auch gut. Und wie geht's bei dir? Ja, ein Teil des Piers ist soweit nicht fertig, aber soweit stabil ja unterwegs. Ich könnte was futtern. Naja, wird wohl nicht.
schon wieder. Ey, wir müssen wirklich irgendwo Steine kloppen gehen. Ja. Wir brauchen einfach 10.000 mal mehr Steine, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Das ist ja doch nicht mehr normal, oder? Dann bräuchten wir 2 leere Karren. Ach so, ja gut, das haben wir eh nicht. Von dem her... Shit. Siehst du, wir provozieren wieder Probleme. Hammer zerbrochen. Ach scheiße, das geht? Und wir nutzen den auch eigentlich, stimmt, ne? Man benutzt den Hammer ja eigentlich ja auch. Oh, es regnet. Hat niemand damit gerechnet, dass es hier regnet? Doofkopf. Ist das hier so normal? Snap nicht. Immer noch Pill überladen. So. Euer Ernst, ich muss hier. Hätte ich hier so eine Ebene. Das Bauen, das ist nicht lustig. Also schon lustig, aber teilweise hier die Statik und so, die macht einem das Leben echt schwer. Definitiv. Wenn die nicht wäre, puh. Ich glaube, wir würden Weltmeister im Bauen werden. Aber gut, dann hätten andere schon viel mehr. Aber ich glaube, das Spiel wollte die Mechanik drin haben, dass man hier. Ich sehe sie auch irgendwo ein. Also, klar. Aber es hat irgendwie so ganz lustig. Aber stell dir vor, Minecraft hätte eine Statik gehabt. Junge, meinst du, das Spiel wäre so erfolgreich gewesen? Man kann es halt nicht sagen, ne, im Nachhinein. Nee. Oh, danke sehr, danke sehr. Oh, shit. Ich baue mal hier den Rock ab. Ach so. Ich baue den Rock auf, weil ich brauche hier. Aber deshalb baue ich wieder den Rock hier ab. Das ist noch nicht genug breit, ne? Also ich bin ja auch dafür, dass es noch mehr... Naja, das ist jetzt nur mal den Grundriss, so. Warum wird das hier nicht? Findest du das ist nicht genug lang, ne? Oder ich find's nicht genug lang. Die Frage ist halt, du hast ein bisschen Überblick, wie viele Items es vielleicht gibt, keine Ahnung. Nee, nicht wirklich. Okay. Ich will es halt auch irgendwie ein bisschen gleichgesinnt haben mit dem. Mit dem Hafen hier und Co. Oh Junge, was ist denn hier los? Apple, jetzt geht's ab. Oh, und Flut. Jetzt ist Apple. Jetzt ist aber Flut. Oh. Kommt weit rein, ne? Jupp. Shit. Aber normal glaube ich bis hier, ne? Ja, normal.
Das macht ja nicht, das zerstört ja glaube ich nichts, ne? Nee, nee. Ist die Breite des Ganzen hier okay oder soll ich das noch weiter bauen in Kombination, dass dann der Hafen oder das Hafenabteil oder irgendwie dann nochmal breiter wird? Ich denke, die Länge reicht. Okay, wenn das... ja, Holzpfann brauche ich es nicht. Zwei. Und dann geht's hier lang. Müssen wir ein bisschen hoch. Das war zu viel. Und dann geht's hier weiter. Soll hier eigentlich zum hier Pilkommer schon bitte? Jo. Bin dran. Au. Soll ich hier eine Grünfläche hinmachen? Ja. Oder willst du hier alles zu betonieren, damit wir zum Beispiel Bergbänke und so hinpflanzen können? Was willst du hinschmeißen? Sorry. Bergbänke und so. Ich dachte jetzt, weil du hier wie nach unten gehst, haben wir hier noch so ein kleines Viertel. Also, da können wir auch irgendwas machen, ne? Ah, ne gut, wir haben ja hier... Also pass auf. ...obere Ding. Machen wir hier, grün. Hier da. Mhm. Und dann dafür hier unten nicht. Auf meiner Seite, was willst du da unten machen, ne? Ich will den Hafen erweitern. Warum dann nicht auf einer Ebene und auf der hier? Guck mal, wie das jetzt mit dem Wasser da nicht ganz aufging. Und hier die Buchtung ein bisschen anders ist. Hier ist der Wasserpegel auch anders. Joa. Deshalb. Es sieht irgendwie von außen okay aus, ne? Von der Breite her. Mhm. Das Lagerhaus. Ich habe das jetzt. Ich glaube sogar. Aber von, wir haben keine Steine mehr. Ja. Hast recht, Kollege Schnürschuh. Ist doof. Da haben wir noch. Die Kisten sind hier. Ich habe die Kiste schon umsortiert. Steine? Jo. Die sind schon weg. Du weißt, alles Holz, was nicht überdacht ist, das fault ein bisschen, das müsste man dann... Jojo, wir reißen da eh den ganzen Quatsch ab. Ja, auch das neue Gebaute. Ach so, oh. Die oberen Kisten müsste ich dann... Stimmt, ne? Ja, aber das ist nicht so schlimm. Kisten nicht, aber das Holz. Kannst du da mal irgendwie was hinbauen oder so? Weiß nicht. Ach so, einfach nur so, das Ding. Einfach nur. Aber dann gibt's ja noch die zweite Etage vom Gebäude. Hm. Oh je. Oder wir lassen's und gehen dann einfach, wenn das Dach fertig ist, einmal rüber. Ja, kann auch sein. Lass dir mal hier so ein kleines Dächchen, das du ein bisschen unbehaglich. Willst du da mehrere Etagen bauen? Gedacht wäre es. Ich finde nämlich auch. Was ich mir jetzt gerade überlege ist. 2, 3,
Ja, das mache ich. Ich kann das überhaupt. Ja. Ich kann das ja einmal hier ran kloppen. 6. Ah, ja, nein, passt. So, ich nehme mal einen Brauch das ja gar nicht mehr, ich Affe. Ich loot Monstrum. So. Hinten, dann kloppen wir Rose ran. So, und dann. Gehen die Kisten komplett kaputt oder? Kisten? Also wegen dem Regen so gesehen. Nee, das Material verschimmelt einfach ein bisschen. Oh, aber ansonsten passiert nichts, ne? Nee. Gut. Finden wir top. Ja, dann kann ich hier eigentlich Kisten um Kisten um Kisten bauen, ne? Doof gesagt. Mhm. Oh, du bist nass. Ja, habe ich schon gemerkt. Danke, Spiel. Es regnet ja im Game. Ich habe kein Holz mehr. Was ist denn hier los? Das ist speziell, dass ich hier kein Holz mehr habe. Übrigens, wie geht's bei dir bei den Ausbauten so, ne? Wir haben ja recht wenig Themas aktuell. Wir bauen nur. Das spielt auch hier halt eine Rolle, ne? Man baut und baut und vergisst sich halt beim... Oh! Der Unterhaltung. Ja, jetzt bin ich immer doof. Ja, wie es momentan aussieht, also... Ich habe wieder angefangen mit Fitness, so, by the way. Oh. Ist das wieder? Ja, jetzt wo ich Corona hatte, kann ich wieder trainieren, weißt du? Das ist aber lustig. Also, die ganze Situation finde ich eh zum Ehenbrüller. Das ist eh alles irgendwie eine komplette lustige Fraktion. Aber da soll jeder seine eigene Meinung bauen. Ja, und ich habe jetzt, weißt du, es gibt so einen Trainingsapparat, Milon heißt der. Da kannst du das Gerät auf deine Größe abstimmen und dann musst du einfach nur den Chip hinhalten und dann stellt er alles automatisch für dich ein, mit Gewicht etc. Mhm. Das ist schon geil. Ich mache jetzt den Parcours und bin dann komplett zerstört, wenn ich den... Wenn ich den absolviert habe, dann... Wie du willst. Ist ja dir frei, ne? Ja, nee, aber das ist nice. Weil dann kann ich wieder Kondition aufbauen, weil die ist jetzt... Kondition im Essen. Komplett weg. Kondition im Essen. Das ist auch was, ne? Kondition im Essen. Gibt's das überhaupt? Essen konditionieren? Ich denke schon. Für einen Pressmarathon oder so. Oh je, was muss man tun? Naja. Bum, dum, 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 dum. Ich bring ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich glaube, wir haben dann genug Holz. Ich glaube, ich weiß nicht, aber haben wir genügend? Und dann, wenn ich hier das Ganze... Das ist ja enorm hier. Heilige Scheiße, das wird jetzt ein... Das wird eine lustige Angelegenheit. Definitiv. Ich kann die obersten... Ja, und sonst neben ein bisschen Fitness wieder und natürlich Ernährung versuche ich jetzt auch mehrheitlich drauf zu schauen. Was, ein Grab zu schaufeln für die Ernährung? Ich hab's, glaube ich, ich hab's falsch verstanden, ne? Nee, auf die Ernährung zu schauen. Ah. Was ich so esse, weißt du? Komm runter, du Scheiße hier. Du bist jetzt rot. Du Orange. Komm, Mann.
Ah, und ich habe gemerkt, dass man eigentlich, wenn man auf die Ernährung achtet, viele sagen ja, wenn du die Ernährung umstellst, das wird teuer und so, aber grundsätzlich gibt es da so viele Möglichkeiten, wie du eigentlich günstig wegkommst. Also ich bin wirklich erstaunt. Es muss nicht immer das vegane dies, das sein Produkt oder das vegane dies, das. Das ist auch, einfach, das ist auch. Du kannst doch einfach das Standardprodukt kaufen und es dann einfach vegan machen. Ich finde das eben eine ganz lustige Angelegenheit. Ne? Es gibt extra vegane Produkte oder halt vegetarische. Aber die normalen Dinger, die seit Jahrmillionen, gut nicht, aber die es seit ein paar Jahren, 20, 30, 50, 100 Jahren gibt, die sind schon von Haus aus vegan und nicht, oder vegetarisch und nicht so angeschrieben. Und warum nimmt man nicht die Dinger? Die gibt es ja schon in 3 Millionen Jahren und in Ausführung von Pipapo. Aber muss genau die nehmen, die 4 oder 5 mal teurer sind, nur weil sie halt angeschrieben sind. Ja. Aber ja, so ist halt. Ja, und dann habe ich heute. Hatte ich keine Pesto mehr für meine Tortellini. Oh nee. Weltuntergang. Und dann bin ich in den Deal gegangen, wollte mir Pesto kaufen. Die hatten aber kein Pesto mehr, die hatten nur noch veganes Pesto. Und da habe ich das vegane Pesto genommen und ich muss sagen, dass das gar nicht mal so. So schlecht. Gut, was ist da groß anders von dem her? Der Parmesan fehlt. Der ist mit Tofu und Kartoffelstärke ergänzt. Merkt man das in dem ganzen Ramsch eigentlich noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, also es interessanterweise riecht die vegane Art mehr nach Basilikum. Was ich eigentlich immer an den Pestos vermisse. Ja. Das ist das Krasse, dass das mehr nach Basilikum riecht, deshalb auch mir mehr geschmeckt hat. Auch wenn der Käse gefehlt hat, dann habe ich ja, auch. Ja, Käse kann man sonst noch reinschmeißen. Ja, habe also, ich sonst noch Käse reingetan, ja. Das ist ja ein Problem der Neuzeit. Muss alles immer. Man zu Hause irgendeinen Beutel auf, reinschmeißen, am besten noch in die Mikrowelle und es ist gut. Aber ist es so viel Aufwand? Eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nehmen und irgendwie Gericht zu zaubern. Ich weiß halt nicht, was die Leute von heute denken. Ich bin eher von gestern. Ja, eigentlich wäre es gar nicht mal so einen großen Aufwand. Aber trotzdem, dass eine normale Pesto nicht nach Pesto riecht, sondern nach Chemiekacke. Man denkt halt eben, oder die, sag ich mal so, wenn du es normal machst. Ich glaube. Wie hieß der Kollege Lege? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall. Lege deckt auf da, ja, der ZDF Besserwisser. Ja, genau. Grundsätzlich das Ding, teilweise, ne, sagt er, ja, ein Blatt Basilikum oder so in der ganzen Pesto drin. Ja, toll, ne? Kostet aber auch 1 Euro oder so maximal, ne? Das hat ja die Konsequenz dann. Hast du halt nur Basilikum-Aroma, wenn überhaupt. Ist irgendwie tragisch. Aber dafür hast du halt 30.000 Millionen Prozent gespart. Aber im Geschmack, naja, ist eine andere Geschichte, Geschmack, ne? Hat ja jeder seine Vorlieben. Aber ich muss schon sagen, seitdem ich den schaue, da versuche ich schon auch ein bisschen. Du, die halbe Hütte habe ich auseinandergenommen. Also wie die halbe Hütte, du meinst bei dir zu Hause? Nö. Hier. Unser Lager hier. Achso, du meinst von Waldi Heim. Ja, die halbe Hütte hier auseinander gefriemelt. Nice. Ach, dieser scheiß Grauzwerg. Nee, das ist ein Wildschwein, das jetzt hier meine Werkbank zerstören will. Zum Abbauen benötigt man auch eine Werkbank. Das ist irgendwie lustig. Zum Abbauen benötigt man auch eine Werkbank. Ja. Hier hinten kommt ein Schaman entgegen. Oh, man baut hier alles ab. Da kommt der Rest gleich von selbst runter. Unten die Säulen einfach raus und fertig. Wo hast du Harz nochmal? Ganz rechts. Juhu, hier kommen sie von selbst runter.
Also nee, nicht ganz rechts. Hier oben in der Mitte. Hier die dritte. Das dritte hier. Nicht die. Oh. Ja, ein bisschen Holz habe ich hier. Nice. Ja, und eben, der hat halt dazu beigetragen, dass auch zum Beispiel bei Tiefkühlpizzas. Ich liebe Tiefkühlpizzas. Wirklich, also. Der Unterschied, ich sag's mal so, es ist wirklich erschreckend. Ich war. Boah, nö, ein Sumpf. Ach, nö. Was kommt jetzt? Kommen die Dingens, Trauge. Der rennt weg. Warum rennt der weg? Ich komme noch mit Pfeil und Bogen. Ne? Ich bin gestorben. Nee, aber gut, du kommst da wieder hier ran. Ja, aber das Problem ist. Oh! Ach so! Cool, der graue Bär, der Berserker, Vergiftet die? Ja. Nice. Shit, ich hab nur noch 7 Health Points. Ich lock die aber weg, komm. Bist du schon wieder da? Ja, aber ich hab kein Leben. Ich auch nicht. Keine Ausdauer. Die können schwimmen, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich bin gestorben. Nee. Auf jeden Fall bin ich recht weit weggerannt. Ja, sie kommen wieder zu mir. Aber ich habe jetzt 125 Leben. Ich hoffe, die greifen aber nicht hier das Ganze in den ganzen Steinen an. Nee, ich habe nur ein Problem, wenn ich keine Ausdauer habe, kann ich nicht verteidigen. Perfekt, dass du nicht bei mir bist. Da kann ich einfach so hingehen und den ganzen Quatsch mitnehmen. Dafür ist es schon gut, für Würste und so. Ja, hast du recht. Fauliger Geruch ist vorbei. Perfekt. Da würde ich auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, ne? Ja, warte, ich bin tot. Ja. Nice. Da gibt's ja noch Kollegen, ne? Ja, die musst du töten noch. Weil ich bin tot. Aber es sind Schamane. Nee, 2 Skelette, 3 Traugen. Jetzt ist nur noch ein Skelett weniger auf jeden Fall. Der Berserker hat sie niedergemäht. Oh, warte mal kurz, ich muss was futtern, nicht Affe. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Fängst an zu frieren. Jetzt braucht er wieder lange für die Ausdauer. Nee, das ist richtig. Das haben sie jetzt richtig beschissen gelöst. Ach so, hier bist du, Kollege Essig. Ja, die haben mein Zeugs. Perfekt. Oh ne, ich hab mein Zeugs. Oh nee, das ist hier alles okay, alles gut. Sind alle tot? Ich glaube ja. Ansonsten guckt ihn. Also ich habe nur einen Drauger umgebracht. Hier liegen überall auf ihn rein, das ist schon mal nice. Ja, dann brauche ich ja eben. Ja, eigentlich müssen wir jetzt fertig machen, ne? Zeittechnisch her. Sammeln wir noch kurz das ein. Toll! Naja, ich gehe mal hier Unterstand. So. Tag 85. Oh,
Ja, ich habe eingesammelt, was ich einsammeln konnte. Und, oh, dann sehen wir uns nächste Runde wieder, ne? Vielen lieben Dank. Und bis dann. Einen wunderschönen Tag. Tschüssi.